Liebe Freunde, bevor wir anfangen, sollten wir eine kurze Schweigeminute machen für die Menschen, die von dem Unheil und von der Katastrophe in Japan betroffen sind. Ich bitte um Augenblick um Ruhe. Vielen Dank. Die Atomenergie ist immer eine Geschichte gewesen des Krieges gegen die Zukunft. Sie ist 1942 entwickelt worden, weil man die Atombombe haben wollte und nicht aus energiepolitischen Gründen. Sie ist erst 1953, um genau von diesen militärischen Zielen abzulenken, auch zivil genutzt worden. Und deshalb ganz klar, es gibt keine Brückentechnologie, es gibt keine energiepolitische Linie, die heißt, wir brauchen Atom. Es gibt nur eine Linie der Vernunft und die heißt, wir müssen setzen auf Einsparen, auf Effizienz und auf erneuerbare Energien und nichts anderes. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Anti-AKW-Bewegung, wir haben eben gerade gehört, dass Frau Merkel die Absicht hat, die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke in Deutschland für 3 Monate nicht durchzuführen. Die Antwort kann ja nicht nur sein, wir wollen kein Moratorium, sondern wir wollen zurück zum Ausstieg und nichts anderes. Wir wollen nicht, dass wir in 4 Monaten wieder alte Atomkraftwerke laufen lassen, sondern wir wollen, dass die Kraftwerke endlich abgeschaltet werden in Deutschland. Aber eins, ich glaube, das macht immer wieder Mut. Das macht Hoffnung in diesen Tagen, wo wir mit solch bedrückenden Bildern, solch bedrückenden Nachrichten konfrontiert sind. Und das seid ihr. Das sind wir alle, die auf die Straßen gehen. Das sind die 60.000 Menschen, die am letzten Samstag zwischen dem AKW Neckarwestheim und Stuttgart auf die Straßen gegangen sind. Und das sind die Menschen, die heute Abend in 400 Orten bundesweit Mahnwachen machen und sagen, raus aus dieser Risikotechnologie. Wir dürfen auch nicht mehr das Wort von der Brückentechnologie akzeptieren. Denn wir haben ja gesehen, wohin diese Brücke führt. Es ist eine Brücke in den Abgrund, eine Brücke in das Grauen, eine Brücke in das Verderben. Solche Brücken brauchen wir nicht. Wir brauchen Brücken in die Zukunft und keine Brücken in den Abgrund, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Bundeskanzlerin sagt so gerne über ihre Politik, sie sei alternativlos. Und ich sage, es gibt keine Alternative zum Ausstieg aus der Atomenergie. Und zwar durch menschlich gesehen und auch technisch und technologisch gesehen ist nur der Ausstieg alternativlos. Und wenn die Bundeskanzlerin redet, die Kernenergie, die Atomkraft, sei eine Brückentechnologie, dann sage ich, gucken Sie doch ins Fernsehen. Sie können bewundern, wie diese Brücke eingestürzt ist, ein für alle Mal, meine Damen und Herren. Mit den Menschen in Japan. Sie sind Opfer geworden des größten Erdbebens, was es auf diesem Planeten gegeben hat. Sie sind Opfer geworden von einer Welle, von einem Tsunami mit einer unvorstellbar zerstörerischen Kraft. Sie sind aber nicht nur Opfer geworden einer Naturkatastrophe, sondern auch einer atomaren Katastrophe. Der Albtraum geht weiter mit unabsehbaren Folgen und deswegen sind wir bestürzt, sind traurig und trauern um die Menschen und sind bei ihnen mit unseren Herzen, bei den Menschen in Japan. Wir müssen aus dieser Reaktorkatastrophe die Lehre ziehen, dass wir die Sicherheitsrisiken auch in den deutschen Atomkraftwerken ernst nehmen. Und das heißt, dass wir mindestens die 8 Ältesten wirklich sofort abschalten. Und es ist... Und es ist ja wirklich ein Hohn, dass die Laufzeitverlängerung auch für diese 8 alten Atomkraftwerke gelten sollten, denn wir brauchen sie nicht, niemand braucht sie. 2 von denen stehen ohnehin seit Jahren still
Und 6 weitere laufen in erster Linie für den Export. Wir können 8 alte Atomkraftwerke abschalten, ohne dass sich an unserer Energieversorgung etwas ändert. Wer das nicht sofort macht, der nimmt die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung einfach nicht ernst. Und deshalb werden wir in den nächsten Wochen dafür kämpfen müssen, dass es nicht bei dieser weichgespülten Erklärung von Frau Merkel bleibt, sondern dass auch diese Regierung anfängt, wirkliche und ernsthafte Schlüsse aus der Reaktorkatastrophe in Japan zu ziehen.